Herzlich willkommen bei Management statt Almosen. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid und ich freue mich besonders auf die Einladung von Marsha, der ich sehr, sehr gerne gefolgt bin. Management statt Almosen ist eine vierteilige Webinarreihe. Wir beginnen heute am 7. Oktober. Der nächste Termin ist am 28. Oktober und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, aber dazu kommen wir am Ende nochmal. Liebe Marsha, du bist ja eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, ja? Du hast die gemeinnützige Organisation Indio-Hilfe gegründet, aus der die Amazonika-Stiftung und die Amazonika-Akademie hervorgegangen sind. Das gemeinsame Ziel aller Initiativen ist es, den tropischen Regenwald zu erhalten. Du warst bereits 10 Jahre als Verlegerin tätig, als du dann 1980 mit deinem Ehemann eine Urlaubsreise nach Südamerika angetreten bist. Dort kamst du dann mit einem indigenen Volk in Berührung, dessen Lebensgrundlage bedroht war. Doch dank deines persönlichen Engagements und deines großen Herzens konntest du bereits in über 200 Einzelprojekten 7 indigenen Völkern in Ecuador helfen, ihre Existenz nachhaltig zu verbessern. Wow, Marsha. Chapeau. Also da verstehe ich auch, dass wir mindestens eine vierteilige Webinarreihe brauchen. Also ich kann so viel sagen, es wird spannend. Ich habe das ja im Hintergrund schon ein bisschen mitverfolgt. Marsha, ich glaube, wir freuen uns alle, mehr von dir zu erfahren. Und du hattest auch eingangs gesagt, dass es wirklich dein Ziel ist, jungen Gründern und Unternehmern Hilfe zu geben, die zu unterstützen und sie an deinen Lessons Learned teilhaben zu lassen. Du hast eine wunderschöne Präsentation mit ganz, ganz vielen Bildern für uns vorbereitet. Und ich bin gespannt, auf welche Reise du uns bringst, Marsha. Guten Abend, liebe Gäste und grüß Gott. Ich freue mich über jeden von euch, über die neuen Gesichter, aber auch über die Bekannten. Denn bei meinem allerersten Webinar bin ich schon froh, wenn mich ein paar Freunde unterstützen. Apropos Unterstützung, da danke ich Irene, die ihr schon aus der Anmoderation kennt, Dr. Irene Kilobi. Sie interviewte mich auf einem Startup-Event, zu dem ich als Speaker eingeladen war. Und dabei gab sie mir den Anstoß zu der Webinarreihe. Irene hilft mir und sie wird auch die nächsten Webinare moderieren. Vielen lieben Dank. Ja, was machen wir da eigentlich im Wald? Was wollen wir? Amazonika will den tropischen Regenwald für die Menschheit erhalten. Das steht über allem, das ist unser oberstes Ziel. Und gerade jetzt in diesem Jahr haben wir 40-jähriges Jubiläum. Aber ich habe nicht vor, die Projekte der letzten 40 Jahre zu erklären. Da bitte ich euch wirklich in die Website zu schauen, da steht fast alles drin und jeden Sonntag kommt auf der Amazonika Facebook-Seite ein Rückblick anlässlich des Jubiläums. Mir geht es in den Webinaren nicht so sehr um das, was wir gemacht haben, sondern wie wir es gemacht haben, wie wir die Herausforderungen angenommen haben, wie wir die Aufgaben angegangen sind und durch unternehmerisches Management zu Lösungen geführt haben. Mein Mann und ich waren schon nach wenigen Jahren der Entwicklungsarbeit überzeugt, dass Entwicklungshilfe wesentlich effizienter und nachhaltiger wäre, wenn der jeweilige Akteur seine Projekte wie sein eigenes Unternehmen betrachten würde, wie seine Firma managen würde. Es geht also um laufende Start-ups und unternehmerische Lösungen und da hoffe ich, dass der eine oder andere von euch ein paar Anregungen aus meiner langen, langen Erfahrung mitnehmen kann. Deshalb heißt auch die Webinarserie Management statt Almosen. Nicht, dass ich auf Almosen, auf mildtätige Hilfe hinabschaue. Die ist besser als nichts, aber sie löst natürlich keine Probleme. Und ich meine auch nicht Katastrophenhilfe, Nothilfe. Wenn es kracht, dann sind ganz andere Maßnahmen gefragt. Ich spreche von den Entwicklungshilfeprojekten, die über mehrere Jahre eine Region oder eine soziale Struktur dem Ziel näher bringen soll. Und da ist Unternehmertum gefragt. Der Untertitel heute, das heutige Webinar, heißt Naturschutz durch Bildung. Und da muss ich euch vorab noch etwas zu dem Ökosystem Regenwald sagen. Im Urwald ist immer alles riesig groß und es muss riesig groß sein. Einen kleinen Wald zu schützen hat überhaupt keinen Sinn. Ein sinnvoller Schutz beginnt bei, sagen wir mal, 1000 Quadratkilometern, besser 5000.
denn sonst haben die Arten im tropischen Regenwald zu wenig Raum, um zu wandern, um sich auszutauschen, zu befruchten. Also das muss schon ein großer Wald sein, damit er sich selbst gesund erhalten kann. Und ein so riesiges Waldgebiet kann man natürlich nicht schützen, indem man es einzäunt, auch nicht durch Ranger. Und den Menschen, die solche Waldgebiete kaputt machen, ist es völlig egal, wem der Wald gehört. Die einzig sinnvolle Lösung, die einzige Möglichkeit, einen Wald zu schützen, ist die Zusammenarbeit mit der ansässigen indigenen Bevölkerung. Das ist unsere Erfahrung. Und deswegen heißt es eben Naturschutz durch Bildung, durch Ausbildung der indigenen Bevölkerung. Nicht so sehr als Ranger, denn sie schützen ja ihr eigenes Territorium aus ureigenem Interesse, sondern es muss das gesamte Bildungsniveau dieser Völker angehoben werden, damit sie uns, die Welt draußen, verstehen können und sich allmählich anpassen können. Denn die Alternative ist der Untergang. Und dass das funktioniert, der Schutz des tropischen Regenwaldes durch die indigene Bevölkerung, das haben wir jetzt gerade an dem traurigsten Beispiel überhaupt bewiesen bekommen. Das sind die Brände im Amazonasgebiet. Also dort, wo die Territorien indigenen Völkern gehören, brennt es nicht, hat es nicht gebrannt. Das heißt, in der gesamten Amazonasregion Ecuadors, die 10 indigenen Völkern gehört, hat es nicht gebrannt. Und in den Nachbargebieten, in den Nachbarländern, wo eben auch Indigene ihr Land besitzen, hat es ebenfalls keine Brände gegeben. Okay, aber jetzt ab in den Wald. Schauen wir mal, wo das Ganze stattfindet. Ihr seht hier Südamerika, das ist nicht Südamerika nach Bolsonaro, sondern nach der letzten Eiszeit. Und hier ist das Amazonasbecken. Nach der letzten Eiszeit ist vor 15.000 Jahren ungefähr, die letzte Eiszeit begann vor 115.000 Jahren. Durch Kälte und Trockenheit starb der tropische Regenwald weitgehend ab. Es blieben nur diese grünen Inseln übrig. Das Amazonasgebiet war eine Savanne und dadurch waren die Völkerwanderungen möglich. Da sind die nordamerikanischen Indianer hier eingewandert. Dann nach der Eiszeit, als es wärmer und feuchter wurde, schlossen sich diese Waldgebiete wieder zu dem Regenwald zusammen, den wir kannten und der jetzt im Augenblick endgültig vernichtet wird. Endgültig vernichtet heißt, solange es Menschen auf der Erde gibt, wird dieser Wald keine Chance haben, wieder ordentlich sich zu regenerieren. Das ist nun mal so, aber schauen wir auf den Wald, der im Augenblick noch steht und wo wir arbeiten. Das ist eine dieser grünen Inseln. Das heißt, der Wald in diesem Napo-Gebiet ist mindestens 100.000 Jahre alt und hat dadurch natürlich eine ganz besondere Artenvielfalt, die noch erhöht wird durch die Nachbarschaft der Anden. Denn der Einfluss vom Gebirge erhöht nochmal die Artenvielfalt. Ecuador haben wir hier, hat Anteil an 2 solchen Gebieten und wir sitzen genau hier in diesem Zipfel. Die Artenvielfalt im Napo-Gebiet gehört weltweit zu den Top 5 und deswegen muss das unbedingt geschützt werden, das darf nicht kaputt gehen. Hier haben wir wieder das Amazonasgebiet und den Äquator und Ecuador. Hier sehen wir das Ganze ein bisschen genauer. Die Panamericana, die berühmte Traumstraße der Welt von Alaska bis Feuerland, Hauptstadt Quito auf fast 3000 Meter Höhe. Und diese rote Linie beschreibt das Ende des ecuadorianischen Straßennetzes. Nach Osten in das Amazonasbecken hinein gibt es kaum noch Straßen. Und dort ist der Wald noch weitgehend intakt, vor allen Dingen in der Mitte und im Süden. Und hier arbeiten wir. Hier sitzen die Shua und die Achua, die 2 Völker, mit denen wir arbeiten. Juvenza ist die Niederlassung unserer Akademie bei den Shua. Charamenza, die Niederlassung unserer Akademie bei den Achua. Und die sitzen links und rechts von dem Pastassa-Strom. Das ist ein Quellfluss des Amazonas. Zusammen haben die beiden Völker ungefähr 30.000 Menschen und leben auf einem Gebiet von 13.000 Quadratkilometern.
Außer den Shuar und den Acha gibt es im gesamten Amazonasgebiet Ecuadors insgesamt 10 Völker, mit der Besonderheit in Ecuador, dass diesen Völkern ihr traditionelles Siedlungsgebiet mit Landtitel gehört. Das heißt, sie haben einen rechtlichen Titel auf ihr Land. Es gehört ihnen. Und deswegen ist es so sinnvoll, mit ihnen zu arbeiten und sie zu unterstützen, weil sie Herr im eigenen Haus sind. Ja, wie komme ich in den Wald hinein? Mit kleinen Cessnas. Die stehen am Waldrand und die mietet man wie ein Taxi. Und dann fliegt man hinein. Die Alternative dazu ist Laufen, zu Fuß. Ja, und dann kommen diese wahnsinnigen Eindrücke, die jeden immer wieder faszinieren und auch mich nach 40 Jahren. Es ist einfach unglaublich beeindruckend und wunderschön, wenn man rundherum 360 Grad bis zum Horizont nur Wald sieht. Das ist der Pastaza-Strom, zwei seiner Arme, ein wilder Fluss, der laufend seine Arme verändert, deswegen gilt er auch als unschiffbar, also mit kleinen Kanus schon und mit Flößen, aber nicht für große Schiffe, was unser Segen ist, weil deswegen kommen noch nicht so viele Menschen rein. Und dann landen wir in einem Dorf. Fast jedes Dorf hat eine kleine Flugpiste. Also wir würden sagen, es ist einfach wie eine Straße mitten zwischen den Häusern. Und dann sind wir zum Beispiel bei den Shuar. Die Shuar sind eines der beiden Völker, die mich 1999 eingeladen haben, sie zu besuchen, weil sie mit unserer Organisation über die Zukunft sprechen wollten. Und sie erklärten mir, genauso wie die Achua, gleiche Begründung, der Druck auf den Wald wird immer größer. Öl, Holzgesellschaften, Bergbau, alles drückt in den Wald. Außerdem kommt die Regierung mit perfiden Strategien, um uns das Gebiet wieder wegzunehmen. Und wir müssen uns fit machen. Sie sprechen immer von ihrer Basis. Damit meinen sie die Familien in den Dörfern. Wir müssen unsere Basis fit machen, sonst wird es uns in 2 Generationen hier nicht mehr geben. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns unterstützt, dass eure Organisation uns hilft. Und genau das Gleiche haben mir auch die Achua erzählt. So, und nun haben die natürlich recht. Ich wusste, dass sie recht hatten und habe gesagt, was stellt ihr euch eigentlich vor? Was wollt ihr denn machen? Und da sagten sie mir ganz klar, Tourismus. Prostmahlzeit. Tourismus. Tourismus ist ja schon ein relativ schwieriges Gewerbe für uns hier heraus, aber für die Menschen dort im Wald, ihr müsst euch vorstellen, die waren in den 90er Jahren wie wir alten Germanen zu Zeiten, als die Römer kamen. Und da wollen die Tourismus machen, nach heutigen Regeln. Ich habe ihnen klargemacht, dass das sehr, sehr schwierig sein würde, dass sie zwar im Prinzip recht haben, weil sie argumentierten, ja, dann kommen ja die Touristen rein und wir müssen nicht raus. Und dann lassen die ihr Geld hier und dann haben wir hier Arbeitsplätze und dann hat unsere Jugend eine Zukunft. Ich habe gesagt, ja, ja, ihr habt recht, aber dazu müsst ihr wahnsinnig viel lernen und ihr müsst euch ausbilden in sämtlichen Lebensbereichen. Ihr müsst euer Dorfleben ändern und wir müssen viele junge Leute hinausschicken zum Lernen. Ich schätze, dass das Ganze ungefähr eine Generation dauern wird. Wenn dieser süße kleine Knopf groß ist, dann vielleicht seid ihr soweit, Tourismus machen zu können. Eine Generation im Wald sind 15 bis 17 Jahre und das habe ich aus Erfahrung angesetzt und so ist es dann auch gekommen im Endeffekt. Nun ist es natürlich so, dass man nicht einfach losgeht mit der großen Gießkanne und sagt, wir machen Tourismus oder wir bilden jetzt aus. Mir war klar, wir brauchen ein Pilotprojekt. Denn ich kannte diese Völker nicht. Ich kannte die Amazonas-Seite von den Anden nicht. Und sie kannten uns nicht. Und wir wussten alle miteinander nur, wir wollen Tourismus, wir wollen Entwicklung. Wir wollen den Wald schützen. Aber wir wussten noch nicht, wie. Also macht man dann da einen Prototypen, kreiert man einen Prototypen. Und ich bat darum, Modellgemeinden zur Verfügung gestellt zu bekommen, die wirklich dann Versuchskaninchen sind. Ich habe ihnen klar erklärt, wir probieren es zusammen. Ich kann nichts garantieren. Und so kam es zu Modellgemeinden und zur Entwicklung des Pilotprojekts, das wir Schutz des tropischen Regenwalds durch Förderung seiner Ureinwohner nennen.
Und da beginnt es dann mit der Gemeindeentwicklung. Erstmal die Gemeinde, die Familien in den Dörfern entwickeln. Und zwar ist das, stellt euch vor, wie Kuchenbacken. In der Küche zum Kuchenbacken brauche ich die Zutaten, die rein müssen, damit es gelingt, die rein sollen, weil es mir gut schmeckt. Und ja, und den muss ich vorbereiten. Man nennt das in der Küchensprache mise en place. An alles denken, alles zur Hand haben und dann geht's los. Die erste Zutat ist die Bildung. Schulbildung, akademische Bildung, Ausbildung zu Handwerk. Ihr seht hier eine Grundschule, die wir gebaut haben. Der Staat hat kleine Grundschulen im Wald, aber das sind natürlich Blechhütten. Und wir haben die abgerissen und grundsätzlich nur traditionelle Bauten errichtet, damit die Kinder, die Jugendlichen in ihrem traditionellen Umfeld mit ihrer Kultur das neue Wissen erwerben. Das ist auch gleich so ein Spagat. Ein traditioneller Schwar hat seine Lanze dabei. Die Lanze oder manchmal auch sogar das Gewehr gehören zur Tracht. Und ja, und er setzt sich einfach mal schnell dahin und schaut nach im Laptop irgendwas nach, was er wissen wollte. Der hat Abitur gemacht und wir haben ihm ein Stipendium gegeben, um auf der Uni zu studieren. Und diese Szene hier ist ein Schnappschuss. Das ist eine ganz alltägliche Situation. Es ist also nicht bestellt und nichts Besonderes. Stellt euch den Spagat vor. Das sind Menschen, die wirklich einen Riesensprung aus der Steinzeit, sage ich immer, es ist zwar übertrieben, aber fast Steinzeit, in das digitale Zeitalter schaffen müssen, um überleben zu können. Gut, die berufliche Ausbildung, Schneidern ist ja weltweit üblich, dass man Schneiderkurse gibt und die Frauen ausstattet. Aber gerade bei den Achua und Schwa ist es wichtig, dass die Frauen ein eigenes Projekt haben und selber Geld verdienen können und damit die Familien unterstützen, um im Ansehen bei den Männern zu steigen. Denn alle im Wald, alle Männer, egal welches Volk, sind unendliche Machos. Und da haben wir ein anderes typisches Frauenthema, denn ein Achua würde nie im Leben in die Küche gehen, kochen. Und dank meiner Vorgeschichte, ich habe ja Kochbücher verlegt, konnte ich Kochunterricht geben, viele Jahre lang. Und ich habe den Kochunterricht allen gegeben, ganz gleich, ob sie in Zukunft dann im Tourismusprojekt in der Küche arbeiten würden. Das musste sein, weil ihre traditionelle Küche ungefähr so ausschaut. Fischsuppe, ein 40-Liter-Topf, Wasser drin und ein Fisch hinein. Und das ist Fischsuppe. Es ist natürlich ungenießbar, ohne Gewürze, oft ohne Salz. Und das Gleiche passiert mit der Hühnersuppe und mit allem. Ich habe dann ihre traditionellen Zubereitungsarten und ihre Zutaten komplett beibehalten, aber eben anders gemischt und neu gewürzt, sodass es auch uns schmeckt, denen, die von draußen kommen, auch schmeckt. Also das waren meine Kochkurse im Wald. Und jetzt haben wir hier was ganz anderes. Wir haben schon mit der Zielsetzung Tourismus Abiturienten Schwa und Achua auf die Universität Cuenca geschickt. Die ist im Süden Ecuadors, mit der haben wir einen Kooperationsvertrag. Und die haben dort an der Fakultät für Gastronomie und Hotellerie die Semester besucht, die Seminare besucht, die für uns im Wald wichtig sind. Sie haben kein komplettes Hochschulstudium absolviert all die Jahre, sondern über ein Jahr mal überall reingeschnuppert und im Wesentlichen das gelernt, was wirklich im Wald dann Anwendung findet. Denn Sie müssen ja nicht sämtliche Lagen in Bordeaux kennen. Aber hier sind sie gerade beim Abschluss der Gastronomie, haben natürlich alle bestanden und die Professoren waren absolut von den Socken, wie gut die Leute sind, wie schnell sie lernen und wie engagiert sie sind. Ja, hier geht ein Vater mit dem Sohn spazieren, meint man. Es ist nicht ganz so. Der Herr hier, der ist der Chef der Guides, der Fremdenführer, er hat ein Diplom vom Tourismusministerium, ist also geprüfter Fremdenführer und läuft hier mit seinem Sohn um einen neuen Wanderweg für die zukünftigen Touristen ausfindig zu machen.
Das ist wunderschön dort in der Nähe von New Vinz, der Bergurwald, den erkundet er und jeder, der uns besucht, wird auch hier laufen. Das ist schon abenteuerlich. Ein bisschen geländegängig, muss man sagen. Ein anderer Beruf, Zimmermann und Schreiner. Unser Zimmermann in New Vinz, der war draußen in der Stadt, in der Provinzhauptstadt und hat dort in einem Fachbetrieb gelernt und leitet jetzt die Bauten im Wald. Also er leitet und dann die ungeübten Leute, die alle kräftig sind und animiert sind, die helfen ihm. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Und ihr seht hier einen blonden, wahrscheinlich Münchner, weil ich aus München bin. Und Studenten, ja. Und der zeigt jetzt dem Chouard, wie diese Wasserturbine funktioniert. Das denken die meisten, aber es ist genau umgekehrt. Wir haben hier links den Chouard, der mit unserem Stipendium Elektrotechniker geworden ist, einen Hochschulabschluss hat und in seinem eigenen Dorf die Turbine gebaut hat, Wasser aufgestaut hat und dort also Energie in Kombination mit Solarenergie installiert hat. Und er erklärt dem Studenten von der Hochschule München, Maschinenbau, 6. Semester, wie das Ganze funktioniert. Und das ist genau das, auf was wir raus wollen. Wir möchten, dass die wirklich fachlich super gut ausgebildet sind im Wald, dass sie unabhängig werden in Zukunft, dass sie das souverän managen und sich wirklich auf Augenhöhe mit jedem Fachmann von draußen treffen können. Nur dann können sie unabhängig werden und wirklich ihr Ding in Zukunft selber machen und sich vor allen Dingen allen Invasoren, allen, die von außen kommen, entgegenstellen. Nächste Zutat zu unserem guten Kuchen. Nach der Bildung brauchen wir unbedingt Wasser. Wasser, Hygiene und Strom in allen Dörfern für jede Familie. Manchmal kommt das Wasser Gott sei Dank vom Berg runter in manchen Gegenden, dann ist es einfach, das Gefälle zu nutzen, aber meistens in 70% der Fälle müssen wir pumpen, weil die Wasserlöcher tiefer liegen als die Dörfer. Und ja, dann werden die bekannten Wassertürme gebaut und von dort geht es dann runter zu den einzelnen Häusern im Dorf. Die Häuser haben je einen betonierten Tank und dort können dann die Frauen Wasser holen oder Geschirr waschen oder auch mal ein bisschen Wäsche waschen, obwohl wir einen Waschplatz extra haben. Und Sie sehen, der kleine Mann hier, der lernt schon sein eigenes T-Shirt zu schrubben. Und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass die Kinder von Anfang an die Hygiene lernen. Und wenn man noch keinen solchen schönen Tank hat, setzt man sich in den Kochtopf. Aber jedenfalls gibt es Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ganz ohne Wasser funktioniert diese Trockentrenntoilette. Die Komposttoilette heißt sie auch, die gibt es auch bei uns. Und das ist einfach das idealste System, um Klohäusel im Wald zu haben für jede Familie. Denn wir haben keine Wasserspülung und es riecht überhaupt nicht. Und es zieht kein Ungeziefer an. Es ist super sauber und ganz einfach zu bauen. Und ja, zum Schluss kommt dann auch noch Dünger dabei heraus. Ich erkläre es euch anhand der Fläche hier, die während des Baus habe ich das aufgenommen. Die Kammer, der Kasten, den ihr unten gesehen habt, der ist zweigeteilt. Das sind zwei Kammern. In der Mitte der Trichter ist für den Urin. Der endet in einem Schlauch, der ungefähr 10 Meter lang unterirdisch eingebuttelt und perforiert ist, sodass sich der Urin im Boden verliert. Und dann gibt es hier die eine Kammer, die für den Stuhl dient. Und da wird jedes Mal danach Asche oder Sägespäne draufgestreut. Und wenn es halbwegs voll ist, kommt der Deckel drauf. Und dann benutzt man die andere Kammer. Und wenn die dann wieder halbwegs voll ist, dann ist hier herüben der gesamte Inhalt schon kompostiert. Das geht bei dem tropischen Klima ganz schnell. Und dann kann man diese Kammer ausräumen und hat Dünger. Es ist also absolut sauber mit diesem Wachstuch. Und die haben das sehr gerne angenommen. Also das ist etwas, was wir inzwischen schon wirklich weit verbreitet haben.
Das hier kennt ihr, das heißt Ramadama. Für die, die nicht aus Bayern sind, übersetze ich, Ramadama heißt räumen tun wir. Aber ihr könnt euch vorstellen, um was es geht. In ganz Deutschland ziehen die Schulkinder los, vor allem im Frühjahr, und sammeln mit Körben und Spießen den Müll ein, der an Bachrändern liegt, der an Wanderwegen liegt. Und so ist es auch hier. Jeden Freitag endet die Schule eine Stunde früher und die Kinder ziehen los und sammeln den Müll ein, der leider inzwischen doch auch schon in den Waldgemeinden zu finden ist. Und dann kommt natürlich automatisch die Mülltrennung und das Recycling. Die Familien haben Komposthaufen für alles, was biodegradable ist. Sie haben Stellen, an denen sie verbrennen, was man leicht verbrennen kann, was ungiftig ist. Und alles, was man nicht verbrennen sollte oder kann und was giftig ist, kommt in große Müllsäcke. Und wenn unsere Flugzeuge, unsere kleinen Cessnas ausfliegen, leer ausfliegen, nehmen sie den Müll mit, weil ich sage, gebt den ganzen Mist der Zivilisation zurück. Und so sind wir im Wald relativ sauber. Und ja, und vor allen Dingen die Kinder, die Jugendlichen lernen das von Anfang an. Ramadama ist inzwischen ein Achua-Wort und ein Schwa-Wort geworden. Strom. Wir haben vorhin schon mal kurz die Turbine gesehen von der Hydroelektrik. Hier ist es Solarstrom, Solarenergie. Und hier in Charamenza ist es eine riesen Solaranlage mit 16 Modulen. Wenn die Häuser sehr weit auseinanderstehen, dann kriegt jedes Haus eine eigene kleine Anlage. Aber hier haben wir es zentral. Und da hier der Sitz der Akademie ist und Studenten und Touristen von draußen reinkommen, brauchen wir natürlich auch das Internet. Und da haben wir die Solarantenne und Internet. Und ja, wenn die Situation so ist, dann gibt es auch solche Bilder. Ganz normale Alltagsszene. Ein traditioneller Achua sitzt vor seinem Laptop und skypt wahrscheinlich gerade mit Mönchen. Also das ist auch nicht gestellt, sondern der Fotograf hat ihn dabei erwischt und diesen Schnappschuss gemacht. Und wenn der Strom dann mal ausfällt, was natürlich auch passiert, dann immer wenn die Batterien überzogen werden, dann sieht es so aus. Dann hat Gott sei Dank mein Laptop gerade noch Saft, aber es gibt keinen Strom mehr und dann werden die Kerzen wie eh und je bemüht. Und damit das Ganze erträglicher wird in der Nacht, gönne ich mir dann auch noch einen Whisky. Hier steht er. Wer wissen möchte, was es für eine Marke ist, es ist ein Chivas. Muss sein ab und zu. Nächste Zutat, medizinische Infrastruktur. Ja, ist selbstverständlich, dass er außer der normalen Hygiene richtige medizinische Unterstützung braucht. Sanitätsstationen etc., vor allen Dingen auch die Ausbildung der Leute. Aber da will ich jetzt gar nicht besonders intensiv drauf eingehen, weil das ist Gegenstand des dritten Webinars. Ich zeige euch nur eine Sanitätsstation, die allererste, die wir 2001 bei den Schwa in Linz bauten. Hier ist die Einweihung dann 2002 und ja, die Leute vom Dorf und Besucher aus anderen Dörfern und die Crème de la Crème des gesamten Volkes hier, die ja und meine paar Quadratmeter Heimat, die müssen auch sein. Also so ähnlich sehen unsere Sanitätsstationen aus. Die sind groß mit Zimmern für Patienten, die übernachten müssen, mit Apotheke, mit Untersuchungsräumen und vor allen Dingen für die Sanitäter, mit Dusche, Toilette, alles innen drin mit Wasser, also absolut nach westlichen Standards. Nächste Zutat zum Kuchen, Ackerbau und Kleintierhaltung. Ackerbau und Kleintierhaltung muss heutzutage sein, denn wir haben eine Bevölkerungsexplosion im Wald. Die werden alle laufend mehr und wenn alle Schwa, Achua und die anderen 8 Völker nur jagen und fischen und sammeln gehen, dann geht unser Wald kaputt. Und deshalb müssen sie im kleinen Rahmen zur Selbstversorgung Ackerbau und Kleintierhaltung betreiben. Wir helfen ihnen dabei, denn sie sind keine geborenen Bauern. Sie haben immer von Jagd und Fischfang gelebt.
Und deswegen zeigen wir Ihnen eben auch, wie man auf kleinen Arealen nie mehr als ein halber Hektar anbauen kann. Ihr seht hier so einen halben Hektar. Das ist Salat und alles Mögliche, was sie draußen anbauen. Und ihr seht Gewächshäuser. Jetzt werdet ihr sagen, ja, um Gottes Willen, am Äquator ist es da denn nicht warm genug. Aber es geht nicht um die Wärme, es geht um die Trockenheit. Viele Pflanzen sind empfindlich wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und zarte Pflänzchen werden einfach von den Tropenregen platt gemacht, weggeschwemmt. Und deswegen brauchen wir diese Gewächshäuser. Ihr seht hier schon, also sowas Kleines hier, das würde einfach kaputt gehen. Und Tomaten zum Beispiel, die faulen am Stängel, wenn es zu feucht ist. Und deswegen wird es im Gewächshaus angebaut. Zum Beispiel Möhren sind auch sehr empfindlich, nur im Gewächshaus. Kleintierhaltung, also es sind natürlich Hühner und Enten. Wir haben sehr schnell allen Dörfern Hühner und Enten gebracht. Und die hat jetzt jede Familie. Das gehört schon auf den täglichen Speiseplan und hilft uns natürlich auch für den Tourismus. Noch dazu, wo Sie inzwischen wissen, wie man sie zubereiten muss. Schweine. Schweine haben nicht alle, aber es gibt einzelne Familien, die gesagt haben, wir wollen Schweine halten. Und ihr seht schon, das sind sehr glückliche Schweine. Sie haben ein Riesenareal. Sie können graben und sich suhlen. Und ja, der Stall da hinten, der ist nur für die trächtigen Sauen. Ansonsten laufen sie fast frei rum. Ihr seht hier den Maschendraht. Und jetzt kommt natürlich das, wo ihr sagen werdet, ui, Maschendraht im Urwald. Ja, das war so ein Start-up. Wie bringe ich Maschenwald in den Urwald, wenn die Rollen nicht in die Cessnas passen? Start-up-Unternehmen, Maschendrahtproduktion im Urwald. So sieht das aus. Und ich habe Gott sei Dank, nachdem feststand, dass diese Rollen nicht in die Cessnas passen, habe ich bei einem Mechaniker in der Provinzhauptstadt draußen das gefunden, was ich Strickliesel nenne. Draußen in der Stadt funktioniert es mit einem kleinen Motor. Hier wird es mit einer Handkurbel betrieben. Das ist ja eine Strickliesel. Da wird der Draht von den Rollen, die schon in die Cessna passen, hier eingefädelt. Und dann drehen die abwechselnd und dann verwirkt sich das. Im Endeffekt wird der Maschendraht geflochten und es kommen diese Rollen raus. Das ist natürlich fabelhaft. Also erstens ist es, um die Tiere zu schützen, nicht so sehr, damit sie nicht weglaufen, sondern damit sie nicht gefressen werden. Denn wir sind ja mitten im Urwald. Und dann natürlich lässt sich das verkaufen. Also ganz schnell kamen die Nachbargemeinden und haben diesen Maschendraht gekauft. Super Geschäft für die Schwa und Atschwa. Nächste Zutat, ja, nächste Zutat von Mamas und Machos. Ihr ahnt schon, es geht um die Gender, um das Gender-Thema. Das will ich jetzt nicht zu breit treten, sonst sitzen wir übermorgen noch da. Aber ich habe schon kurz erwähnt, die Atschwa und Schwa sind unendliche Machos. Und also wirklich schlimm oder sagen wir einfach hinderlich für jeden Entwicklungsprozess. Wenn ich euch hier dieses Bild zeige, das typisch ist, sieht sehr nett aus, sehr traditionell, aber de facto sitzen hier die Männer vom Dorf. Es kam Besuch aus einem anderen Dorf, die Männer sitzen vis-à-vis, palavern, trinken und die jeweilige Ehefrau steht dahinter, um die Gäste zu bedienen, dem eigenen Mann nachzufüllen und muss da warten, bis die nicht mehr palavern wollen. Also diese Situation ist natürlich unhaltbar, denn die Frauen könnten ja was ganz anderes inzwischen machen. Okay, das Getränk zubereiten und beim ersten Mal anbieten, aber dann sollten sie halt gehen und irgendwas anderes arbeiten. Und auch die Palaverei, könnte man vielleicht von 3 Stunden auf eine halbe Stunde reduzieren. Also das sind alles Sachen, an denen man stark arbeiten muss und mit riesigem Fingerspitzengefühl, denn da sind sie natürlich empfindlich, das verstehe ich auch. Ich habe die ersten 4 Jahre das Thema überhaupt nicht angerührt und dann habe ich einfach versucht, die Frauen aus der Küche zu holen, weil sie durften niemals in den Versammlungsraum, das müsst ihr euch mal vorstellen, die Frauen aus der Küche zu holen und die Frauen aus den Häusern zu holen, indem ich sie in die Ausbildung mit einbezogen habe. Die machten Abitur, einige haben sogar studiert
Und wir hatten jetzt vor 3 Jahren die erste Tourismusingenieurin aus diesem Dorf. Das ist die Schwester von diesem Mädel hier. Tourismusingenieurin. Eltern Analphabeten. Das müsst ihr euch vorstellen. Und das ist genau das, was wir wollen. Genauso wie vorhin mit dem Elektrotechniker. Wenn die Frauen lernen, dann überflügeln sie zum Teil sogar die Männer und werden natürlich anerkannt. Und dann beginnt dieser Prozess, den wir dringend brauchen, wenn die Völker dort überleben wollen. Ein anderes Beispiel ist hier diese Frau aus Guarani, aus einem Dorf, mit dem wir erst seit 3 Jahren arbeiten. Und ist inzwischen schon 7-fache Mutter, baut hier die Trockentrenntoilette, schleppt die Palmwedel, um das Dach zu decken, auch noch das Kind dazu und die Machete. Und jetzt schaut euch die Frau an, hier auf diesem Foto, die gleiche Frau. Strahlt in ihrer Tracht, in unserer Akademie und nimmt teil am Tourismusseminar der Universität Cuenca. Mir hat die Maria erklärt, als ich in das Dorf kam, ich habe die ganze Schule gemacht, ich könnte eigentlich, hätte Abitur machen können, aber dann kamen die Kinder und es hat nicht mehr geklappt. Ich möchte Abitur machen. Und dann hat sie gebüffelt und hat ihr Abitur hingelegt und nur 3 Jahre später nimmt sie hier an dem Seminar der Universität teil. Also das ist einfach das, was mich auch sehr bewegt und sehr zufrieden macht. Und das sind natürlich die super Vorbilder für die anderen Frauen. Ich glaube, über die Rolle von Mamas und über das Thema von Mamas und Machos werde ich mal ein eigenes Webinar basteln, denn es ist wirklich unvorstellbar, was es da alles gibt und aber auch, wie groß die Chancen sind. Nächste Zutat zu unserem Kuchen. Rettung und Pflege der Kultur. Ja, also natürlich ein Teil der Kultur ist dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, aber mir geht es mehr um die Traditionen, um die Legenden, die Gesänge, die Tänze, das Kunsthandwerk etc. Und da war die Situation ziemlich schlecht, als ich geholt wurde. In den 90er Jahren war die Kultur schon weitgehend verdrängt worden von außen, weitgehend vergessen. Nur noch die alten Leute, die Großeltern wussten, also kannten alles Traditionelle. Ich würde sagen, schuld dran sind natürlich die Missionen, die das Traditionelle nicht wollten, weil das war heidnisch und heidnisch ist des Teufels, das erklären sie ganz klar. Und schuld dran war das Militär und schuld dran waren und sind die jungen Leute in den Dörfern, die in der Grundschule waren, ein bisschen Spanisch sprechen und auf ihre Großeltern hinabschauen und sagen, ach, der Alte und mit seinem Traditionellen und ich bin jetzt modern. Und sie schätzen das nicht. Sie schätzen nicht ihre Tradition. Und da haben wir gerade noch im richtigen Augenblick das retten können und vor allen Dingen diese wahnsinnige Kluft zwischen junger Generation und den Großeltern schließen können. Denn mit einer Kluft im Dorf kann ich ja nicht das Dorf vorwärts bringen, ich kann nicht das Volk vorwärts bringen, wenn die Jugend abhebt und davonrennt und die Alten sitzen da. Also haben wir als allererstes in den neuen Dörfern die Großeltern eingeladen, Kulturunterricht zu geben. Die Großväter den Buben, die Großmütter den Mädels, 2-mal in der Woche nach dem normalen Schulunterricht. Und dann haben die alles beigebracht, was zur Kultur gehört, natürlich in der eigenen Sprache. Und außerdem haben wir diesen Großeltern für ihre Arbeit etwas bezahlt. Das heißt, die waren die allerersten, die im Dorf Geld verdient haben. Und da sind die Jungen natürlich wach geworden, haben gesagt, hoppla, was meine Alte da weiß, das ist ja was wert, unglaublich. Die singt und tanzt und bastelt und dann kriegt sie auch noch Geld dafür. Und dann haben sie teilgenommen und das ging ganz schnell. Wir haben den Unterricht ungefähr 3-4 Jahre fortgesetzt. Heutzutage lieben sie ihre Kultur, ziehen sich traditionell an, natürlich nicht bei der Arbeit, aber dann am Abend zu den Festen, pflegen die traditionelle Bemalung für den Tourismus ist es natürlich ideal. Also das musste einfach gerettet werden. Für den Tourismus und ich meine, am allerwichtigsten ist es, die Wurzeln zu kennen und zu schätzen und zu pflegen für die eigene Identität. Denn sie müssen stolz drauf sein, Achua und Schwa und Kichwa und Sapara zu sein.
um sich im Wald behaupten zu können, um eine Identität zu haben, um ihre Wurzeln zu kennen. Das ist ganz wesentlich, sonst gehen sie auch unter. So, und jetzt kommt die letzte Würze. Ihr wisst schon, Naturschutz, Naturschutz durch Bildung. Ja, Artenschutz, Artenvielfalt. Wir sitzen mit dem Ganzen in einem Wald, der weltweit zu den Top 5 bezüglich seiner Artenvielfalt gehört. Und Artenvielfalt, das habe ich gelernt von keinem Geringeren als dem Hans-Peter Dürr, der Nobelpreisträger. Mit dem durfte ich mehrere Weltkongresse besuchen und er war sehr lieb. Er hat mir immer zwischendurch im Bus oder beim Essen gepredigt, muss ich schon sagen, Artenvielfalt, Artenvielfalt, Artenvielfalt. Davon hängt alles ab, davon hängt unsere Zukunft ab, unsere Nahrungsketten. Und es ist gut, wenn du den Wald schützt und denk an die Arten, denk an die Arten. Ja, also wir sind dabei, die Arten und den Wald und alles zu schützen. Artenschutz bedeutet automatisch Naturschutz und Naturschutz bedeutet nicht nur Wald und indigene Völker und die Arten darin, sondern auch Gewässerschutz. Ganz wesentlich der Gewässerschutz, um den Weltwasserhaushalt zu schützen. Und das alles miteinander ist dann der Klimaschutz, das trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Intakter Urwald, mittendrin der größte Baum. In unserer Gegend ist das der Selber. Und wenn er genau hinschaut, ist hier ein Adlerhorst und da drin sitzt der Adler. Das ist der größte in Südamerika. Die Harpyie, der drittgrößte Adler der Welt. Und die Harpyie ist ein Indikatortier. Ein Indikatortier, genauso wie der schwarze Kaiman zum Beispiel oder der Jaguar. Ein Indikatortier in genügender Menge in einer Gegend besagt, dass die gesamte Kette von dem Indikatortier bis ganz runter zum Pantoffeltierchen, sage ich immer, intakt ist. Der Wald ist gesund, der Wald ist intakt, die Artenvielfalt ist intakt. Und dann ist natürlich dieses Gebiet unbedingt zu schützen und bekommt auch internationale Schutztitel. Kann sie bekommen, wenn die jeweilige Regierung einverstanden ist. Das ist auch noch ein Thema. Uns ist es gelungen, zusammen mit spanischen Ornithologen das Monitoring der Harpyie zu machen. Es ist ganz wichtig, das Monitoring, den Nachweis von solchen Arten zu bewerkstelligen. Und dadurch ist die Harpyie im Endeffekt, das war 2004, zum Symbol des Naturerbes von Ecuador geworden. Und ich glaube, der 23. Mai ist der Harpyientag in Ecuador. Also unter den luftigen Höhen der Harpyie sind wir hier mittendrin im Dschungel. Wasser, Lagunen. Und hier sitzt auch ein komischer Vogel, nämlich dieser hier. Das ist der Huazin. Und der Huazin ist tatsächlich das Missing Link zum Archaeopteryx, zum Urvogel. Also der Huazin hat wahrscheinlich die letzten 100.000, 110.000, 115.000 Jahre überlebt, um hier noch vorhanden zu sein und sogar in relativ großer Zahl. Und jetzt werdet ihr euch auch fragen, ja, wenn die Indianer immer gejagt haben, warum gibt es dann noch so viele Huazins? Und das habe ich auch gefragt. Und da sagten mir die Shuar in Juvins, haben gesagt, der schmeckt scheußlich, den jagen wir nicht, weil er nicht gut schmeckt. Also ein Schutz ist auch, wenn man nicht gut schmeckt, dann kann man 100.000 Jahre überleben. Über den Huazin könnte ich euch ganz viel erzählen natürlich, aber das führt auch wieder zu weit. Aber merkt euch, der Huazin, das Missing Link. Ja, das ist eine Smaragd-Baumboa. Jetzt nur als Beispiel, ich komme jetzt nicht auf alle Amphibien und Reptilien und Insekten, aber ihr seht schon, die Artenvielfalt in einem ordentlichen Urwald ist groß, weil sie noch intakt ist. Und ich sage immer, bei einem Jaguar ist auch schon das Hinterteil beeindruckend. Das ist eine Aufnahme mit einer Nachtkamera, wie man sieht. Wir haben das größte flächendeckende Monitoring von Raubkatzen in der äquatorianischen Amazonasregion gemacht, über viele Monate zusammen mit Wissenschaftlern. Und
da kamen mehrere Jaguare uns vor die Kamera, ganz besonders viele Pumas. Aber ich glaube, hier erstmal will ich euch noch den Krankenabdruck des Jaguars zeigen. Also wirklich so groß wie eine ausgewachsene Hand. Das ist schon beeindruckend. Übliche Touristen finden natürlich nur die Spuren, diesen Krankenabdruck. Dem Jaguar, dem müsste man über Nacht auflauern. Die meisten Tiere sind nachtaktiv. So wie auch dieses Ocelot. Das Ocelot ist näher rangekommen. Tolle Aufnahme. Und anhand dieses Monitorings haben wir natürlich auch nachweisen können, dass in unserer Gegend einfach alles intakt ist. Und über diese vielen verschiedenen Arbeiten mit den Wissenschaftlern bin ich selber ein bisschen zur Hobbywissenschaftlerin geworden. Mir gefällt es, alles zu vermessen, die Gebiete, wo das Monitoring stattfand oder die Stellen festzuhalten, wo wir auf besondere Tiere trafen. Und da kommt dann auch eine Plakette an den Baum. Und ja, das ist so mein Hobby noch nebenbei. Dann haben wir natürlich auch echte Wissenschaftler, die sogar zu uns in den Wald kommen. Ich glaube, ihr kennt sie alle. Jane Goodall, das ist die mit den Schimpansen, nicht die mit den Gorillas, sondern die mit den Schimpansen in Tansania. Und Jane bat mich, unsere Projekte besuchen zu dürfen, 2003. Sie arbeitet ja mit den Schimpansen dort im Wald und hat dann auch allmählich in den 90er Jahren begriffen, dass sie das alles nicht schützen kann, wenn sie nicht mit der ansässigen Bevölkerung arbeitet. Und da sie hörte, dass wir eben auch dieses Konzept schon praktizieren, kam sie für 4 Tage, hat sie uns besucht im Wald. Und dann sind wir 2 Mädels auch noch in die Stadt gegangen. Da war eine große Veranstaltung in der Hauptstadt Quito auf der Plaza Grande. Und da haben wir flammende Reden geschwungen für den Schutz der Amazonia, für den Schutz des Regenwaldes. Also wie ihr seht, das konnten wir schon 2003, lange vor Fridays for Future. So, jetzt ist der Kuchen fertig. Und das Pilotprojekt ist zu Ende. Das war nach 7 Jahren. Wir haben 7 Jahre gebraucht, um das alles durchzuexerzieren. Wir haben das Modell, mit dem die Achua und Schwa zufrieden waren, wir selber auch. Und wenn jetzt der Prototyp steht, dann muss er natürlich in Serie gehen. Das Wichtigste immer, das wisst ihr, ein Start-up, ein super Produkt. Und wenn man es dann hat, dann steht und fällt alles mit dem Vertrieb. Das Wichtigste eigentlich ist, oder gleich wichtig, wie ein gutes Produkt zu haben, ist es, erstens sich um den Vertrieb zu kümmern, zweitens Vertrieb, drittens Vertrieb. Und da hatten wir natürlich schon längst vorbereitet, diesen Ausbildungsweg für indigene Völker im Wald. Wir sagen, den Weg für zukünftiges Leben und Arbeiten im Wald möglichst vielen zu vermitteln über Ausbildungsstätten. Wir brauchten Ausbildungsstätten, zu denen benachbarte Dörfer, benachbarte Völker kommen konnten, um in Theorie und Praxis in der eigenen Sprache zu sehen und zu lernen, wie dieser Ausbildungsweg gegangen ist, wie dieses Modell funktioniert. Und dann war es naheliegend für uns, von Anfang an auch schon dran zu denken, ja, und wer macht denn den Wald kaputt? Wenn die indigenen Völker im Wald ausgebildet sind und ihren Wald schützen von innen, dann müssen die Menschen von draußen, die ja eigentlich den Wald kaputt machen, dazukommen. Die müssen von außen kommen und den Wald von außen schützen, sodass sie alle miteinander gemeinsam den Wald schützen. Und so werden unsere Ausbildungsstätten, unsere Akademie zu Treffpunkten, zu Schnittstellen zwischen Wald und Welt, damit sie gemeinsam den Wald schützen können. Und da dachten wir natürlich einfach an die Jugend der Welt, an die zukünftigen Entscheidungsträger und die sitzen an den Hochschulen. Und deswegen bin ich zu den Unis gegangen und das werde ich euch aber gleich nachher noch zeigen und habe die eben auch in den Wald eingeladen. Die Ausbildungsstätten für die indigene Bevölkerung und die jungen Leute von draußen, das sind unsere Amazoniker,
Akademien. Wir haben zwei Stück davon. Das hier ist die bei den Schwar in Jovins. Hier ist die Piste, da kommen wir reingeflogen. Hier ist unsere Akademie und unten der Fluss ist unser Swimmingpool. Jetzt seht ihr schon, das ist ein traditioneller Bau, natürlich viel größer und anders gestaltet, aber es ist absolut die Schwa-Architektur. Der Unterschied sind die Fußböden, ein Riesensaal, in dem fast alles stattfindet. Hier seht ihr diese zwei Ebenen. Unten, das ist mit Flusskieseln im Mosaik ausgelegt. Dann geht es rauf wie im Amphitheater, die Treppen. Und oben sind die Schlafzimmer. Da geht es hinter zu den Schlafzimmern rechts auch. Die sind einfach wie so ein Kubus unter das Dach reingestellt. Das gesamte Haus ist 8 Meter hoch. Es ist der größte traditionelle Bau in der gesamten Amazonia von Ecuador. Und da geht es hinter, ihr erinnert euch an das Bild des Kleeblatts, da geht es dann hinter zu den Bädern und zum Lager. So sieht das Ganze aus, wenn Studenten da sind. Hier sind es Achua und Schwa, die hier ein Seminar bekommen von der Universität Cuenca. Das ist einer der Dozenten, der gerade nichts zu tun hat. Deswegen setzt er sich ans Feuerchen und sein Kollege unterrichtet. Unsere Feuerstelle ist ganz wesentlich, erstens, weil es gemütlich ist, das ist wie sich an den Kamin setzen oder ans Lagerfeuer setzen, aber es ist auch wichtig fürs Dach, das Strohdach, das würde natürlich bei der Feuchtigkeit im Wald schnell faulen und deswegen muss jedes Strohdach dauernd geräuchert werden, das braucht die Hitze von unten vom Feuer und den Rauch. So sehen unsere Schlafzimmer aus, vom Feinsten. Tolle Betten, Federkernmatratze, extra breit, alles schön sauber und sicher natürlich. Das ist ganz wesentlich, dass keine Moskitos reinkommen, wobei wir nicht sehr viele haben. Ein Blick in die Bäder, davon haben wir zwei Gebäude. Rechts 4 Duschen, links 4 Toiletten, natürlich mit Wasser und hinten dann noch Räume mit Waschbecken. Alles geputzt von den Mädels, die das gelernt haben. Ja, das Kleeblatt, was wir gerade gesehen haben, das steht bei den Schwa, bei den Achua, sieht die Akademie so aus, da haben wir nicht ein Riesengebäude, sondern zwei solche Einheiten wie dieses hier. Sie stehen 200 Meter auseinander. Ich zeige euch das Bild deshalb, weil es auch wieder ein Start-up ist, in the middle of nowhere, Tourismus aufzuziehen und vor allen Dingen zu überlegen, ja und wo stellen wir denn die Unterkünfte hin, das Hotel hin? Also hier oben ist die Piste und dann sind wir einfach von der Piste weg in den Wald gelaufen. Es ist ja alles geschlossener Urwald und haben uns überlegt, wo machen wir Platz frei. Das eine war der Abstand zur Piste, weit genug weg, damit sich das Dorf und die Besucher nicht gegenseitig stören, aber natürlich auch für den Service nicht zu weit weg. Und der andere Anhaltspunkt für mich war hier das Hochufer. Hier ist das Ufer. Hochufer, das heißt, hier geht es 50 Meter runter und dann kommt der Fluss. Und da denkt man von vornherein dran, dass die Leute dann gerne, die Besucher, von oben rausschauen wollen auf den Fluss. Dazu muss man dann ein paar Bäume rausnehmen, sodass ein Fenster zum Fluss entsteht. Und so wurde dieser Platz ausgewählt. Hier das Haupthaus mit den Schlafzimmern, die Bäder und das ist eine Hütte mit Lagerfeuer und Hängematten zum Chillen. So sieht es fertig aus und nachdem wir die Bäume rausgeschlagen haben, ist dann das Fenster zum Fluss am Abend so. Ja, das ist natürlich wunderschön und es genügt auch, der restliche Wald bleibt stehen und man hat trotzdem den wahnsinnigsten Eindruck jeden Abend wieder. Was haben wir jetzt? Wir haben ausgebildete Familien, Dörfer im Wald. Wir haben Unterkünfte, wir haben die Akademie zur Ausbildung an zwei Stellen und trotzdem war es noch nicht genug. Und zwar wollten sowohl die Schwa und Achua, natürlich besonders die, die jetzt gut ausgebildet waren und absolut wussten und wissen, wie die Welt draußen tickt. Und auch ich, immer wieder Unternehmertum, Management,
Ich habe gesagt, es reicht noch nicht. Die Leute sind ausgebildet, die sind gut drauf. Die müssen ihr eigenes Unternehmen haben, die müssen ihre eigene Firma haben. Und das war auch der große Wunsch von den Shuar und Atschwar. Sie haben gesagt, es hat noch nie in der indigenen Welt eine Firma gegeben. Wir haben noch nie ein eigenes Unternehmen gehabt. Grundstück, das war ja nicht Teil ihrer Kultur. Und man muss auch wirklich sagen, es fällt ihnen schwer. Sie haben es nicht in den Genen. Und sie sagen, ja, wir haben es schon versucht manchmal, aber es ging immer schief. Es gibt kein eigenes indigenes Unternehmen. Aber jetzt sind wir ausgebildet und wir können doch unser eigenes Tourismusunternehmen gründen. Und da habe ich ihnen natürlich wieder zustimmen müssen. Und so habe ich dann den ausgebildeten Schuha geholfen, ihr eigenes Tourismusunternehmen zu gründen, anzumelden. Die machen die Buchhaltung, die Steuererklärung. Wenn sie was verdienen würden, würden sie auch Steuern zahlen. Ganz normal. Und es knarzt noch und es läuft durchaus noch nicht einwandfrei. Aber das wird schon werden. Und ihr seht hier sehr schön diese Mannschaft, die ausgebildet wurde. Da haben wir hier links. Das sind Bauern und natürlich viele Bauern, nicht nur im Dorf, sondern rundherum in den Dörfern. Die sind Analphabeten nach wie vor, aber die bringen ihre Produkte und verkaufen sie an die Küche und verdienen dadurch. Hier sind die Kellner, die Mädels mit dem Kunsthandwerk, der Putztrupp, der Küchentrupp, ja, da ist der Guide, der Oberguide. Das hier ist Lagerhaltung, ein wichtiger Mann. Hier ist unser Elektrotechniker mit seinem Laptop. Und der Klempner, der Installateur. Und da gehören natürlich noch viele, viele dazu. Und die haben jetzt schon seit 2016 ihr eigenes Unternehmen und machen damit den Service vor Ort. Sie können natürlich noch nicht international Werbung machen und sich darum kümmern, wie die Touristen in den Wald kommen. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Akademie. Wir kümmern uns um alles draußen und in dem Moment, wo die Besucher, seien es Studenten oder Touristen, im Wald landen, ist dann dieses Unternehmen zuständig, sie zu begleiten, bis sie wieder abfliegen. Und das Gleiche haben wir bei den Atschwa gemacht. Hier seht ihr die Atschwa, die das alles betreiben. Und hier sind sie auch schon bunt gemischt mit Dozenten und Studenten, die sie besucht haben, die ganzen weißen Köpfe. Meiner ist auch ziemlich blass. Das ist ein Professor für Architektur und ein Professor für Landschaftsarchitektur mit den Studenten im Abschlusssemester für den Master. Und so ist das alles organisiert. Es kommen immer Dozenten mit dem jeweiligen Abschlusssemester in den Wald, um dort zusätzlich ein kleines Forschungsprojekt zu machen oder eben ein Praktikum, das auch noch benotet wird. Aber da kommen wir jetzt gleich noch intensiver drauf. Hier also das andere Unternehmen, das auch noch voll unterstützt werden muss. Aber sie sind ja die allerersten im gesamten Wald. Das muss man sich immer vorstellen. Ja, das sind die Studenten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher noch auf das Akademieleben ein. Die sind hier aus Bochum und Detmold und ja, mehr aus dem Norden. Ich habe selbstverständlich zunächst mit meinen bayerischen Universitäten, Münchner Hochschulen begonnen und habe offene Türen eingelaufen, muss ich ehrlich sagen. Noch eine Bemerkung zu der Tischdecke ganz nebenbei. Ihr seht, die essen hier auf Bananenblätter. Das ist erstens wunderschön, sehr urig und natürlich äußerst ökologisch. Zum Schluss wird die schmutzige Tischdecke eingerollt und auf den Kompost geworfen. Und das Geschirr ist auch aus Ton. Das haben die Indianerfrauen dort selber gemacht. Also wir versuchen schon weitgehend alles original zu belassen oder sogar wieder mit einzubeziehen. Hochschule München. Begonnen habe ich mit der Hochschule Weihenstephan. Die ist Teil der TU München. Dort bin ich zur Fakultät für erneuerbare Energien gegangen, weil es 2002 schon um die Solarenergie ging. Und da habe ich den Prof dort besucht, den Dekan, und sagte, ich brauche eure Hilfe, weil wir da im Urwald vorhaben, ja, die Dörfer auszubilden. Und wir sind bei einem Pilotprojekt gerade und da soll jetzt Solarenergie rein. Und ja, komm doch mit und hilf uns. Und da hatte ich das wahnsinnige Glück, dass der Halbkolumbianer war, ist. Und natürlich
Mords Bock drauf hatte, mit mir mitzukommen und uns da zu helfen. Und das hat dann Kreise gezogen. Da ist dann, also ganz war in Stefan, peu à peu, alle Fakultäten, die da irgendwas im Wald machen konnten, haben uns besucht. Und ähnlich war es bei der Hochschule München. Die habe ich 2008 eingeladen zu kommen. Hier ist die Professorin für Geoinformation. Ihr seht schon an dem Vermessungsgerät, das sind Studenten der Geoinformation. Und da sind dann in Zukunft eben sehr häufig verschiedene Fakultäten miteinander gekommen, um interfakultäre Projekte durchzuführen. Ja. Also die Studenten von draußen und dann eben immer wieder und so häufig wie möglich die indigenen Studenten. Das hier ist ein Foto von diesem Jahr im Januar. Und danach kam ja leider auch in den Wald der Lockdown. Das sind Schwar und Achwa, die ihre Abschlussprüfung gerade schreiben. Sie haben ein Seminar für Tourismus von der Universität Cuenca bekommen und erhalten dann ein Zwischendiplom. Gedacht war, weitere Seminare im Laufe dieses Jahres zu machen, aber das ging natürlich nicht wegen der Pandemie. Aber hier sind also die glücklichen Absolventen dieses ersten Seminars, das war jetzt Ende Januar. Und ich bitte euch, diesen Herrn hier mit der Federkrone genauer anzuschauen. Agustin Tentez Vashikyat Achwa, er war nicht nur der Beste vom ganzen Kurs, er hat die Höchstzahl der Punkte in jedem Fach bekommen, sondern er ist auch der jüngste Präsident seines Volkes gewesen bis letztes Jahr. Er wurde mit 29 Jahren zum Präsidenten gewählt. Die Legislaturperiode läuft immer 3 Jahre lang. Und somit war er Präsident seines Volkes. Und wir haben mit ihm und mit dem Präsidenten der Shua, er ist Achua, haben wir ein fabelhafte, ja, einen neuen Start-up kreiert und ein neues Unternehmen aufgebaut. Ihr seht mich hier in der Stadt, das ist wieder der Agustin, der Präsident der Achua, vor seinem Regierungssitz in der Provinzhauptstadt, vor dem Büro. Das ist der Präsident der Shua. Und die beiden, die eigentlich Präsidenten verfeindeter Völker sind, die Shua und die Achua haben sich gegenseitig die Frauen geklaut und die Köpfe eingeschlagen. Die sagten, mein Gott, was soll diese alte Fehde? Wir sind junge Generation und wir hassen uns doch nicht. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt zusammen mit Amazonica, mit der Mascha, 20 Jahre lang den gleichen Prozess durchgemacht. Wir haben uns entwickelt, wir sind eigentlich auf derselben Schiene. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Und wenn wir zusammenarbeiten im Tourismus, dann können wir den Besuchern sehr viel mehr anbieten. Und so wurde in einem Brainstorming-Wochenende an Silvester, wann war das, 2018, 19, haben wir drei uns zusammengesetzt und haben Folgendes ins Leben gerufen. Wir haben einen Vertrag unterzeichnet für ein Tourismusnetzwerk Achua und Shua zusammen mit Amazonica am Rio Pastaza. Bisher gab es nur die 2 Akademiesitze. Und jetzt haben wir mit 9 Dörfern den Tourismus ausgeweitet. Und da zeige ich euch gleich, wie das in Zukunft aussehen wird. Wir werden natürlich nicht mehr so schicke oder so aufwendige Gebäude hinstellen, wie wir es für die Akademie brauchen, sondern jetzt geht es rein um Tourismus. Und man kann in diese 9 Dörfer fliegen und man kann dann auch, wenn man erstmal im Wald herinnen ist, von Jovienza aus, mit dem Kanu mit Außenborder fahren. Aber das Allerattraktivste ist mit dem Floß. Copatasa baut die Flöße und dann mit dem Floß hier runter auf Inseln übernachten und anlegen und diese Dörfer besuchen, ein paar Tage bleiben, Ausflüge machen. Das ist das Programm hier am Fluss. Und das ist für mich wirklich sehr bewegend, dass das geklappt hat. Denn die Idee zu dieser Floßfahrt zwischen den beiden Dörfern, zwischen den beiden Akademien, die hatte mein Mann schon. Mein Mann ist 2006 gestorben und als wir anfingen mit den Dörfern zu arbeiten, sagte er, mein Gott, einmal möchte ich mit dem Floß da runterfahren. Das müssen wir in Zukunft machen und das müssen wir ausbauen.
Und jetzt ist es uns gelungen, tatsächlich diesen unschiffbaren Pastassa mit dem Floß 2016 zum ersten Mal zu befahren. Und seitdem haben wir das weiterentwickelt und ja, und sind jetzt mit den Flößen regelmäßig und den Touristen unterwegs. Hier seht ihr diese Flöße, natürlich ganz traditionell aus Balsaholz und gebaut, damit sie leicht sind. Und das ist ganz hartes Palmholz. Diese Riegel halten die Balken zusammen. Und das ist der TÜV, das ist die TÜV-Abnahme kurz vor Abfahrt. Unterwegs kann es dann so ausschauen. Die Flöße sind immer begleitet von einem Boot mit Außenborder. Da ist das Gepäck drauf, die Zelte und vor allen Dingen für den Notfall sind dann die Boote parat oder wenn es furchtbar regnet, holt man die Touristen vom Floß runter. Normalerweise fährt das Boot sehr weit weg, also es stört weder optisch noch mit dem Krach vom Motor. Wir sind über Walkie-Talkie, über Motorolas verbunden. Hier sind die Touristen gerade mal nehmen ein Bad im Fluss und dann geht es wieder weiter. Dann geht es wieder weiter, zum Beispiel nach Guarani. Und da seht ihr jetzt auch wieder dieses neue Konzept für die neuen Dörfer, wo wir den Tourismus auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level halten wollen. Zudem Flussfahrten, vor allen Dingen Flussfahrten, passt es ja viel besser, Zeltlager zu haben. Natürlich befestigte Zeltlager, die sicher sind, die sauber sind, die trocken sind. Hier wird gerade in Guarani gebaut. Jedes Zelt bekommt einen eigenen kleinen Pavillon. Und hier rechts seht ihr wieder, ihr kennt es schon, die Komposttoilette. Das wird die Komposttoilette. Ja, so sieht das Ganze fertig aus. Das Zelt steht auf einem Podest, sicher in der Höhe. Und oben drüber ein Riesendach und rundherum ein Wassergraben. Da kann es also auch bei wahnsinnigen Regenfällen kann da nichts reinlaufen. Privacy, ein bisschen jedes Zelt vom anderen weit genug weg und das Klohäusel hinten. Und dann gibt es natürlich noch einen überdachten Speiseplatz und eine Küche. Und hier vorn raus ist schon der Fluss, Blick auf den Fluss. Und das Ganze bekommt kein, und ich möchte eigentlich auch für die Zukunft kein elektrisches Licht hier haben, sondern Fackeln. Wir haben viele, viele Fackeln und Kerzen dazu und natürlich hat auch jeder seine Taschenlampe. Also eigentlich reicht es am Abend und es ist romantisch und passt einfach viel, viel besser zum Wald und zum Zelten. Und außerdem passt es tatsächlich viel, viel besser zu dem Sonnenuntergang, den wir von Guarani aus haben können. Das ist dieser hier. Der Fluss, unser Pastassa. Hinten der Sangay. Das ist der tätigste Vulkan Ecuadors. Und dann spuckt er auch noch gleich zwei Fumarolen raus. Also, Herz, was willst du mehr? So ist das. Und damit sind wir für heute am Ende. Alle sprechen von Zukunft. Amazonica macht sie. Unser Startup heißt Zukunft kreieren, Zukunft machen, die indigenen Völker im Wald in die Zukunft begleiten durch Management. Und ja, ich kann euch alle nur einladen, mitzumachen, uns zu besuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Webinar wieder dabei. Jetzt kommt die Fragestunde. Ihr dürft mir noch in den Bauch fragen. Das macht dann die Irene mit euch. Und natürlich, wenn einer jetzt schon gehen muss und nicht mehr dabei bleiben kann, ihr dürft mir alles schreiben an meine private Mailadresse. Und dann machen wir einen Telefontermin aus und schaut in die Website bitte. Und dort ist auch ein Link zu unserer Facebook-Seite. Ja, und dann kommt jetzt die Vorschau auf das nächste Webinar. Da wird es ganz anders. Wir gehen aus dem Urwald raus, denn in den 40 Jahren habe ich ja nicht nur in der Amazonia gearbeitet. Ich werde euch auf Pferde setzen und mit hinaufnehmen in die Anden. Amazonica-Indio-Hilfe. Wir haben 12 Jahre mit den Hochland-Quichuas
in den Anden gearbeitet, hoch droben in der Nähe des Chimborazo, des höchsten Vulkans der Anden. Und das Besondere an diesen Hochland-Kichuas ist, wunderbare Menschen übrigens, dass wir uns, ich sie, in dem Slum von Quito kennengelernt habe. Wir trafen uns erstmalig im größten Elendsviertel der Hauptstadt und sind dann gemeinsam ausgezogen in ihre Heimat, auf ihre Berge und haben dort wieder ja gemeinsam Zukunft gemacht. Davon berichte ich euch das nächste Mal. Das wird sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei. Für heute bedanke ich mich und darf an die Irene übergeben.